Hallo Freunde, ich hoffe, ihr habt das super Woche gehabt. Die Woche möchte ich eine kleine Geschichte euch erzählen über den kleinen Hund hier, auf den wir aufpassen, für einen Freund von uns. Und die heute Morgen passiert ist. So, heute Morgen haben wir den Hund rausgenommen auf die Straße, zum Klo gegangen und zum Spielen ein bisschen. Und da ist eure Straße, das ist so eine Eibachstraße, wie nennt man das? Es ist halt irgendwo aufhört am Schluss, die geht nicht weiter. Und dort spielen wir eigentlich mit dem Hund. Und wir haben den Ball mitgenommen und schmeißen den Ball umeinander und die rennt hinterher, wie das halt Hund so macht. Gell? Und es war wirklich super interessant. Dann kommen da zwei Hunde. Der eine ist ein bisschen größer wie sie. Und dann der andere, das ist so ein Bernhardino. Also ein richtiger, kräftiger, großer Hund. Und auf jeden Fall war es dann so, wir laufen da außen rum, schmeißen den Ball und der Bernhardino geht den Ball nach. Vergiss nicht, der Bernhardino ist wahrscheinlich doppelte oder fast dreifache Größe von ihr, also vom Gewicht her und vom Umfang. Oh, das war ein riesiges Ding. Und ja, du denkst dann so, oh, okay, jetzt hat der Bernhardino den Ball, okay. Das war der Wiese, egal wie groß der ist. Die ist dem nachgegangen und hat ihn angebellt und angegriffen und gesagt, hey, gib mir meinen Ball sozusagen. Die Hunde sprach mit, wow. Und der war das vollkommen egal, wie groß der Hund ist. Vollkommen egal, wer das ist. Hey, du hast meinen Ball und das ist Unrecht und ich will meinen Ball wieder zurückhaben. Und mir egal, gib ihn her oder ich kämpf mit dir. Da habe ich auch gedacht, oh wow, der kleine Hund greift so einen großen Hund an. Und es hat mich dann an die Geschichte von David und Goliath erinnert. Weil in der Situation war es also ähnlich. Das war eine Ungerechtigkeit, die da passiert ist, wo der Goliath praktisch über Gott gelästert hat. Der Gott von Israel. Und der Gott von David, richtig? Der hat Witze über ihn gemacht, der hat gesagt, ja komm, ihr seid doch alle Zwerge und ihr seid doch keine gescheite Armee, ihr seid doch alles Loser. Und der David hat gesagt, hey, das ist nicht okay. Das ist ungerecht, du kannst nicht über meinen Gott so reden. Und was macht er? Geht auf ihn zu und sagt, ich kämpfe mit dir. Der Riese lacht halt erstmal so, was? Was willst du, Zwerg? Du bist so winzig. Du willst mit mir kämpfen? Soll es ein Witz sein? Come on! Also, bitte. Du kannst, also komm. Du bist doch so gleich. Komm, schick wenigstens selber, wo ein bisschen größer ist wie du. Aber der David hat seine Steule genommen und seine Schleuder. Bam! Und haut der Riese weg. Und er gewinnt. Er hat auch keine Angst, weil er weiß, dass Gott mit ihm ist. So ähnlich wie das Hundle. Keine Angst gehabt hat, ja, du gibst mir meinen Ball zurück, weil das ist ungerecht. Ich denke, oftmals kommen Situationen in unserem Leben, wo wir Ungerechtigkeiten sehen. Oder wo Sachen größer sind, wie wir uns jemals vorstellen können. Die wir vielleicht besiegen können. Aber glaub mir, Gott ist größer als jede von den Situationen. Gott kann dir durchhelfen durch jede von den Situationen. Ganz egal, was es ist. Er hat die Kraft, das zu tun. Er kann es. Und genau mit dem möchte ich ermutigen. Gott ist bereits da. Gott ist mit dir. Aber jetzt hängt es an uns. Stehen wir auf für Ungerechtigkeit. Stehen wir auf gegen Sachen, die größer sind wie wir und sage, das ist nicht richtig und wir kämpfen dagegen. Oder wir stehen dagegen. Das ist eine gute Frage, die wir uns alle stellen müssen. Gott gibt uns Kraft, wie ihm David Kraft gegeben hat, den Goliath fertig zu machen. Und genauso können wir auch Sachen in unserem Leben überwinden. Das mögen jetzt kleinere Sachen sein oder Probleme sein, wo wir nicht drüber wegsehen. Gott ist größer. Sieht aus wie ein Riese für uns, richtig? Manche Probleme. Aber Gott ist größer, man kann sie und weg damit. Und das Gleiche stimmt auch mit Sachen, die in unserer Wohngegend passieren. Die so groß sind. Vielleicht Drogenprobleme oder was es auch ist in unserer Gegend. Einsamkeit oder Verarmung oder was es auch ist. Gott ist größer. Aber Gott benutzt Menschen, die sagen, Gott,
Ich vertraue dir und ich gehe mit dir, weil ich weiß, dass du das ohne Probleme überwinden kannst. Und genau damit möchte ich dich ermutigen. Wo ist die, oder was ist dein Riese? Oder wer ist dein Riese in deinem Leben, den du überwinden musst und dagegen vorgehen musst, wie in David? Find den. Und dann geh vor, weil Gott ist mit dir. Gott gibt dir Kraft, Gott gibt dir die Möglichkeit, Gott gibt dir den Weg. Mit ihm können wir alles machen. Da müssen wir keine Angst haben. Niemand kann gegen uns stehen. Aber wir müssen einen Schritt machen. Damit möchte ich ermutigen jetzt. Mach den Schritt. Ganz egal, ob es unmöglich aussieht und so groß aussieht, dass du denkst, ja, ich habe keine Chance. David hat einen Riesen mit ein paar Steine besiegt. Nicht mal mit einem Schwert oder mit einem Quer, weil gut, Quers gab es damals nicht. Nein, nur mit einem Stein. Ein Riese. Ja. Und genau so kann Gott auch uns helfen, Sachen zu überkommen in unserem Leben oder zu besiegen. Probleme zu besiegen. Unsere Gegenden zu verändern. Frag ihn, wer dein Goliath ist, den du bekämpfen musst. Hey, hab eine gesegnete Woche. Bis bald. Tschüss.